So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma TTE in Dachau. Philipp ist auch schon am Start. Und im letzten Video haben wir uns ja mit der Thematik, ich sag jetzt mal einfach, das Krasseste, was so geht, beschäftigt. Genau. Jetzt ja, zum jetzigen Zeitpunkt, das Krasseste. Kommen wir mal wieder zu dem normalen Zeug, was aber auch krass ist. Das werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Und zwar, wie Björn ja in weiser Voraussicht schon immer gesagt hat, haben wir diesen Block für Marius, S4-Limousine, direkt so krass gebaut, weil Björn schon immer meinte, egal was ihr macht, es bleibt doch am Ende eh nicht bei 600 PS. So, jetzt kam eins zum anderen und jetzt müssen leider diese Turbolader da drauf. Ja. So, Marius war allerdings wichtig, dass das Ganze Plug and Play ist. Das heißt, er wollte wirklich rein gar nichts anpassen, weil es bleibt halt ein Alltagsauto. Das heißt, wir reden davon, dass wirklich Krümmer, Leitung, Bolt-on, alt raus, neu drauf. Genau. So, einzige, was angepasst werden muss, ist das Hosenrohr. Da das aber eh nicht original bleibt, kann man das vernachlässigen. Genau. So, jetzt sind wir nämlich eigentlich bei dem eigentlichen Spezialgebiet von dieser Firma. Und zwar, das sind sogenannte Upgrade-Turbolader. Genau. Das heißt, man nehme einen Original-Turbolader und modifiziere den so weit, bis er mehr leisten kann. Genau. Das geht relativ schnell. Aber was wir jetzt gleich zeigen werden, ist, wie lange man so ein Thema modifizieren kann, bis man dahin kommt, wo man Max genau. ist. Weil ich wollte gerade schon sagen, der An- und Abbau geht schnell. Ja. Bis ihr wirklich bei diesem Stand jetzt angekommen seid, sind schon ein paar Jahre und ein paar Evolutionsstufen vergangen. Ne? Ja, ja. Ja. So. Die Lader, wie nennen die sich? Die heißen gerade 880. TTE 880. Bekanntlichermaßen steht ja die Zahl immer für die Leistung. Das zählt für die Leistung, die typischerweise erzielt wird oder erzielbar ist. Ja? Hängt natürlich auch immer vom Umfeld ab. Ja, ja. Aber unter Optimalfällen. Genau, genau. Also dafür sind sie spezifiziert. Von der Lagerungsauslegung, von der Radgröße, von dem Volumen der Turbinen und Verdichtergehäuse. Ja. So, das heißt, wir reden hier von 880 PS im Idealfall. Genau. Mit einem, ich sag's jetzt mal vorsichtig, seriennahen Turbo. Das heißt, jeder, der sich jetzt solche Turbolader vorstellt, wird nicht ansatzweise glauben, dass die Leistung aus diesem Lader rauskommt. Das ist richtig. So, weil ich weiß noch zu meinen Zeiten, ich bin anfänglich auch solche Lader gefahren. Da gab es die aber noch gar nicht. Von eurer Seite auch noch gar nicht. Ja. So, also da war, glaube ich, der größte Stand damals 600 oder 650 so in dem Dreh. Ne? Da war 650, glaube ich. Die gibt es gar nicht mehr. Ja. Die sind ersetzt worden. Und es gibt noch so eine 600er Stufe, die berühmt-berüchtigt ist, weil sie so eine Einstiegsdroge im Endeffekt ist. Für das, die schon echt Leistung machen wollen, aber die noch sagen, okay, das bleibt noch irgendwie im Rahmen. Ich weiß auch, diese 600er Stufe haben damals die arschteuren Tuner auch schon gebaut. Heißt hier, MTM hat die ja damals, glaube ich, angeboten. Das war immer so eine 550 PS-Version. Ja. Und da war dann halt irgendwann relativ schnell Feierabend. So, ne? Das war immer so 600 PS genau. Und mehr ging dann eigentlich. Das gab nichts. Ja. So, jetzt müssen wir allerdings anders anfangen. Eigentlich RS4, 380 PS, K04, so nennt sich der Turbolader. Genau. Das ist ja eigentlich schon ein Upgrade-Turbolader. Eigentlich ist das schon auf dem Basismodell ist schon Upgrade, genau. Genau, weil ursprünglich kam ja der S4 raus, 265 PS. Der hatte diesen miniaturhaften K03. Genau, genau. Und dann kam ja eigentlich schon das erste Upgrade ab Werk auf K04. Ja. 380 PS dann, ne? Immer im Hinterkopf behalten, 265 zu 880. Das ist halt schon dezenter Unterschied, ne? So, das heißt, das Ganze geht dann weiter. So haben das sich damals die Ingenieure überlegt. K03, K04. Wie man sieht, hat schon ein bisschen mehr Volumen auch, ne? Genau. Also hier im Endeffekt da, wo die verdichtete Luft drin läuft, hier in der Volute, in der Schnecke, die muss natürlich zulegen, ja, wird größer und ist aber sehr konservativ ausgelegt, weil wir dann sehen werden, das bleibt das Basisgehäuse aufgrund der Anschlüsse, aufgrund des Bauraums und allem. Und das modifizieren wir so heftig, dass da deutlich mehr durchgeht, wie ursprünglich gedacht war. Wo du gerade sagst, modifizieren, dass mehr durchgeht. Was muss man denn beim Upgrade-Turbolader überhaupt machen? Also wodurch kommt die Mehrleistung? Weil es wird ja mit Sicherheit nicht an diesen roten Dosen liegen. Nee. Das ist zwar auch ein Teil ist von vielen, aber eigentlich geht es dabei um was anderes.
also es ist ja so, was man generell machen muss, um Autos schneller zu machen, ist mehr Treibstoff und mehr Luft durch den Motor durchschieben. Ja, ja. Mehr lauter. Ja, das kann man mit mehr Druck machen. Das kann man aber auch einfach machen, indem man alles entdrosselt. Und drosseln heißt, dass du alle Querschnitte erstmal größer machst. Jetzt musst du natürlich aufpassen, du darfst an manchen Stellen nicht die Querschnitte größer machen, weil dann verlierst du Ansprechverhalten massiv oder andere Probleme treten auf. Aber da musst du schon sagen, wir müssen so viel wie möglich Luft da durchkriegen. Das geht über den Druck ein Stück weit und es geht über einen Querschnitt. Ja? Und die Verdichterseite, die du jetzt in der Hand hast, die, da ist der Radialverdichter drin, der zieht die Luft hier vorne rein, verschleudert die da drin, baut den Ladedruck auf und drückt die mit dem entsprechenden Überdruck hier aus dem Verdichtergehäuse raus. Mhm. Kurze Zwischenfrage, wenn hier offen wäre, würde dann auch schon mit Druck rauskommen? Wenn komplett offen wäre. Komplett offen wäre, wie so ein Föhn, den man so in der Luft hält? Da kommt auch Druck raus. Kommt auch ein bisschen mal raus, ja, aber wahrscheinlich im Zehntelbereich oder so. Ja, da kommt halt ein Überdruck raus. Mhm. Ja, aber da kommt natürlich der richtige Druck entsteht in dem Moment, wo der Widerstand da ist und der Verdichter gegen den Widerstand anarbeitet. Da kommt der spezifizierte Druck raus. Gegen den Motor. Aber ein Föhn wird das trotzdem, wenn du hier mit 100.000 Umdrehungen das Verdichterrad drin, überleg dir mal, was bei einem Föhn passiert. Da kommt schon was. Das ist aber nämlich da kommt immer hauptsächlich so, Volumenstrom. Mein Traum wäre es jedes Mal, wenn ich wieder so einen Motor zusammenbaue, mal so einen Turbolader in Aktion ausgebaut zu sehen. Weißt du? Dass man so hier mal so die Hand hier vorhalten könnte oder hier so vorhalten könnte, um mal wirklich zu gucken, wie viel Luft das ist, die eigentlich durchgeht. Ne? Weil ich glaube, man hat da keine Vorstellung von. Es gibt ja so Leute, die bauen sowas, so eine Brennzelle irgendwie so auf dem Feld, wo du einfach so anzündest so und dann läuft die Turbine. Und die haut hinten einen Feuerstrahl raus und da läuft natürlich dann auch der Verdichter. Ja. Aber ob sich da jetzt alle die Haare föhnt damit, weiß nicht. Aber wer mal vielleicht für eine Messe oder so. Aber da kommt schon richtig Luft raus. Da kommt richtig Luft raus, ja klar. Ja klar. So, okay, das heißt, wir brauchen mehr Luft, also logischerweise größeres Rad. Erstmal größeres Rad. Erstmal größeres Rad in der Serienkontur und das machen wir so lange, bis es noch ausreicht hier mit den originalen Vorrohren, mit den originalen Druckrohren, mit dem originalen Sammler obendrauf, der Airbox. Solange das noch geht, machen wir da erstmal Max. Ja? Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das ist ein originaler K03, was ja wirklich mal süß ist. Ne? Genau. 265 PS mal 2, also 100 38 PS, nee, nicht 138, 132,5. Und dann geht es immer so weiter, ne? Das ist RS4 schon. Genau, das ist quasi Upgrade ab Werk, K03, K04. Da sieht man schon, was man so an der Unterschied für 265 zu 380 PS braucht. Kann man, glaube ich, wirklich gut gerade so schon sehen, ne? Das ist halt immer das ist nur die halbe Miete. Ja. Ja. Weil wir gucken jetzt hier auf den Verdichter und der Verdichter wird angetrieben. Und der wird von der Turbine angetrieben. Und wenn die Turbine nicht den Bums hat, den Schmalz hat, um den Verdichter anzutreiben, dann passiert da halt auch nichts. Ja, das ist wie beim Föhn, wenn die Phase fehlt. Ja, so. Also musst du auch die Turbine entsprechend größer machen. Erstens mal, weil du die Antriebsleistung brauchst und weil du auch das Gemisch da wieder rausbringen willst. Ja. Wodurch kommt der sogenannte Schmalz auf der Turbine? Also prinzipiell über den Druck, mit dem der Motor das heiße Abgas übers Auslassventil, über den Kopf in den Krümmer und dann auf die Turbine lenkt. Aber es ist eben nicht nur der Druck, der da entsteht, ja, und die Geschwindigkeit, wo das heiße Abgas da drauf geht, sondern es ist auch die Temperatur. Ja. Das heißt, du entspannst in der Turbine den Druck. Ja. Also wenn du Vorturbine misst, hast du zum Beispiel 2 Bar, hinter der Turbine hast du dann vielleicht nur noch 1 Bar oder 1,2 Bar. Oder im Idealfall gar keinen. Ja, geil wäre halt irgendwie gar nichts mehr, ja, weil Wirkungsgrad ist immer so definiert, Differenz zwischen Min und Max. Ja, aber das Gleiche passiert halt bei der Temperatur auch. Das heißt, du verlierst auch massiv Temperatur. Die Temperatur geht da rein in die Turbine und wenn es mal statisch ist, dann hat die Turbine nur die Chance, die Temperaturaufnahme über Drehzahl abzubauen. Das ist aber ein bisschen der Zukunft. Machen wir nochmal Beleuchtung in einem anderen separaten Beitrag.
Wir haben uns nämlich was überlegt, da kommen wir mal später drauf zu. Genau. Aber das heißt, kann ich jetzt zum Beispiel, also man muss es ja so sagen, die Abgase kommen ja von hier, die treffen da ja tangential drauf. Die treffen da radial drauf eigentlich. Also die werden so wirklich schon so in dem Gehäuse? Ja, die werden in dem Gehäuse, weil man muss sich jetzt folgendes vorstellen, dieses Verdichtergehäuse, da ziehe ich den Abgasstrom rein, beziehungsweise eigentlich ganz genau, der wird von der Umgebungsdruck reingedrückt, weil er hier über die Verwirbelung oder über den Druckaufbau einen Unterdruck erzeugt, einen lokalen. Dann kommt der Druck von außen, drückt es nach. Ja, so. Und das Gleiche passiert auf der Turbinenseite nur andersrum. Okay. Du hast den, also du hast den Überdruck im Krümmer. Schwer sich das vorzustellen gerade. Du hast einen Überdruck im Krümmer. Wir gucken hier mal ins Turbinengehäuse. Ja. Und da kommt, hier sitzt der Krümmer dran. Motorblock, wo die Kamera sitzt. Und die Abgase werden gesammelt hier drin. Und jetzt werden die gezwungen, in diese Spirale reinzugehen. Solange jetzt das Wastegate nicht offen ist, können wir auch noch mal kurz dann drauf gucken, werden die gezwungen hier, und es wird immer enger hier drin. Wenn man hier reinguckt, die Spirale wird enger, 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 bis die Spirale komplett weg ist. Ja? Hier. Das ist so. Da zwinge ich das ganze Abgas zwangsläufig auf die Turbine. Wenn du die jetzt mal da reintust, geht nicht. Upgrade. Weil das zu klein. Aber egal, die könnte man da rein tun. Die können wir durchwerfen. Ja, da siehst du, was da los ist. Und du zwingst das da drauf und das Abgas hat nur eine Chance, durch die Turbine durchzugehen. Und da die Schaufeln gekrümmt sind, sage ich jetzt mal so salopp, führt es zu Drehung. Okay, das heißt, aber der Durchmesser hat über den Hebel schon auch ein bisschen was mit Antriebsleistung auf der Welle zu tun. Auch das, ja, ganz klar. Ganz klar, du strömst außen ein und strömst dann... Also mehr Hebel, mehr Moment. Du strömst radial ein und axial raus. Gibt auch ganz andere Konzepte, gell? Wenn du das komplett klein machen willst, kannst du komplett axial durchströmen. Dann schaut das aus wie Flugzeugschaufeln, die da dran stehen. Ah, krass. Ja. Und dann durch die Krümmung von der Flugzeugschaufel, wenn du da vorne reinfährst, volles Rohr, und du hast quasi so ein Dreiflächenprofil, dann muss das ausweichen. Ja. Das heißt, du bläst da drauf, und es muss weg und dann geht es automatisch in die Drehung über. Gibt es solche Konzepte von Gerrit zum Beispiel, die eine reine Axialturbinenstufe, also nicht im Serienbereich, Axialturbinenstufe mit einem Verdichter kombiniert. Ist natürlich platzmäßig dann, ne? Weil die Abgase dann ja so das irgendwie... Das sieht total abgefahren aus, so ein Ding. Ja, also ein Turbinengehäuse riesig groß, wie so ein Schlund, wo das Abgas reinläuft und so. Also ganz technologisch total geil, aber ist für Automotive noch nicht im Serieneinsatz. So, nun... haben wir hier unser 265 PS Rad und nun haben wir hier das Rad, was zum Einsatz kommt. Jein, das ist das Rad von 87ern. Die 880er haben auch noch einen größeren Verdichter. Die haben noch einen größeren Verdichter. Das lerne ich sogar heute auch noch was. Weil so lange gibt es die 880er auch noch gar nicht. Nee, die gibt es doch nicht so lange. Der ist in allen Dimensionen noch mal größer. Ich dachte, es wäre nur die Turbine. Okay, so, ich nehme alles zurück. Ihr seht da Unterschied, Serie zu XXL, TTE, Upgrade, alles was geht. Alles was geht aufgrund der Gehäuse. Genau. Ja, natürlich kann man das jetzt noch größer bauen, aber wir wollen ja erstmal, was wir gesagt haben, seriennahe Optik. Wir wollen seriennahe Komponenten, die da mitspielen, Krümmer, Vorrohre und so weiter. Und wir wollen auch die Seriengehäuse behalten. Nehmen wir jetzt dieses K03-Gehäuse und so ein Verdichterrad, sieht man dann mal den Unterschied, wie viel da schon fehlen würde, um das da irgendwie reinzukriegen. Ja. Weiß ich, das war jahrelang immer ein Problem, bis ihr euch dann dazu was überlegt habt. Ja, genau. Wir haben, also das Problem ist da das erste Mal so richtig aufgetreten bei dem RS4-Gehäusen, dass da in dieser Gussform halt außen so ein Ring eingestochen ist. Da sitzt ein Gummiring drauf, da sitzt dann außen das Vorrohr drauf und du musstest irgendwie da ausweichen. Ja, also warst du limitiert, konntest du nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, wie geht denn das? Da gab es damals schon, ich glaube, das war so 2012, 13 oder so, gab es schon eine Lösung. Da hat jemand vorne was aufgeschraubt, hat das weggefräst, aufgeschraubt mit so kleinen Schräubchen. Hat ziemlich geil ausgesehen, muss ich sagen. Ja. Und große Vorrohre und alles. Und da haben wir aber gesagt, machen wir anders. Und dann sind wir im Endeffekt relativ bald zu einer Lösung gekommen, wie man es jetzt hier auch hat. Das ist ein Einsatz, der hier drin ist, ein Stutzen. Und der Stutzen
hat hier die Kontur von dem Verdichter und hat außen eine Kontur, wo ich ein Rohr draufstecken kann. Und der ist schön so geformt, dass das von dem Rohr, was da genau passend draufsteckt, wunderschön einläuft, genau auf den Verdichter. Und das ganze Ding ist ein Teil und wird da reingemacht. Das heißt, wir fräsen die Gehäuse so aus, dass man dann einen Drehstutzen einsetzen kann und da passt auch gleich Spalt mit allem optimiert, dass der Verdichter auch kleinere Verluste hat. Das heißt, wir nähern das alles aneinander nochmal an, so dass er genau nicht jetzt zu Kontakt kommt, aber so, dass da die Effizienz hochgeht von dem Verdichter. Und der wird am Ende eingeschraubt und eingeklebt? Genau. Also der ist so, der müssen, wenn wir mal was zurückkriegen, was wir nochmal ändern müssen, oder weil jemand sagt, ja, da ist mir ein Lappen reingezogen worden oder irgendwas, das wird raus, das kriegst du so nicht raus. Mhm. Also der wird rausgefräst und gibt es ein Spezialfräsprogramm, um den rauszuholen, weil das ein rechter Shit ist. das, wenn der sich da fängt da drin, dann haben wir da andere Probleme. So, das Ergebnis ist auf jeden Fall Original RS4. Kann man jetzt mittlerweile selbst mit dem Außendurchmesser, mit der Backplate einfach durchschieben, ne? Ja. So, das heißt, das ist schon selbst gegenüber dem K04 wirklich eine massive Vergrößerung, ne? Ja, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, warum machen wir das? Wir wollen mehr Sprit, mehr Sprit verbrennen, weil das die Leistung macht. Greta lässt grüßen. Und wer mehr Sprit verbrennen muss und ein einigermaßen zündfähiges Gemisch haben will, der braucht mehr Luft. Ja. Und wenn wir mehr Luft haben, brauchen wir einen größeren Verdichter. Und der muss halt angetrieben werden. Und von dem her brauchen wir da auch größere Turbinenseiten und größere Turbinen und daraus mehr Antriebsleistung vorwärts zum Verdichter, aber auch mehr Entspannungsleistung, weil mir der Verdichter viel mehr Luft produziert und viel mehr Abgas produziert und die muss auch wieder raus aus dem Gehäuse. Und deswegen ist auch dieser dezente Unterschied in der Turbine. Genau. Was kannst du dazu sagen? Also das ist... Das ist eine ganz andere Generation, eine ganz andere Turbine. Man sieht gleich einen Unterschied an Schaufeln, ne? Der hat eine andere Zahl von Schaufeln. Der hat eine andere Geometrie, eine andere Krümmung von den Schaufeln. Sieht man auch so, also sowohl in der Richtung als auch so, ne? Sieht man da schon den Unterschied. Der hat insgesamt einfach einen komplett anderen Durchsatz. Mhm. Ja? Und er hat... Ja, aufgrund seiner Geometrie und der Fräsung von dem Gehäuse hat er eine unheimlich schöne harmonische Füllung. Mhm. Ja, und das führt dazu, dass, also es gibt ja auch so einen Begriff Abgasgegendruck und so, darf nicht zu hoch sein. Und der ist eben so gemacht mit einem schönen harmonischen Verhältnis, dass er unheimlich aufnehmen kann, ja, und Leistung an den Verdichter transportiert und trotzdem... Oder in dem Zuge auch dann sehr wenig Gegendruck. Genau, das ist halt so wichtig, weil das Abgasgehäuse, was zum Einsatz kommt, das ist ja auch nicht ein originales. Das ist kein RS4 mehr. Genau. Das war vom RS6. Genau. V8. Das heißt, Audi hat damals den V8, ein Zylinder mehr pro Seite, schon mal ein bisschen größer ausgelegt. Genau. Das heißt, hier ist einfach die Schnecke, hat mehr Volumen. Genau. Praktisch, jeder, der jetzt dieses Gehäuse sieht, wird sich denken, was ist das für ein Spielzeug? Zumindest von den Leuten, die gewohnt sind, ja, GT 28, ein Single Turbo und so weiter. Ja, da ist das ja schon einfach noch klein. Ne? Und jetzt, da weiß ich noch zu meinen Zeiten mit K04, dass man da wirklich keine Vorstellung hat, was in diesem Krümmer hier vor los ist. So, das heißt, ich denke mal, das kommt ungefähr hin. Die Leute, die mit so einem K04, jetzt nicht mit der 880er Version, sondern meinetwegen mit so einem 600er Step, damals 2 Bar Ladedruck gefahren ist, der wird hier im Krümmer wahrscheinlich irgendwas im Bereich von 3-3,5 Bar gehabt haben. Ja, sowas. Ja. So in dem Dreh, ne? Ja. Weil einfach diese Turbine und dieses Gehäuse wie eine Art Drossel ja schon noch ist, um das so für Laien zu erklären. Ja. Ne? Ja. Dass das zwar schon alles durchgeht, aber es wird halt richtig durchgepresst. Es wird durchgepresst. Und das heißt, was ja gut ist auf der einen Seite, weil ich brauche ja den Druck für Ansprechverhalten. Genau. Ja? Und damit der sauber läuft, aber es verschiebt sich halt alles. Genau. Es verschiebt sich nach oben und je weiter ich da nach oben schiebe, steigt der Druck immens an und das wirkt im Endeffekt den Turbo ab. Und es kommt ja auch noch dazu, dass mehr Druck gleich immer mehr Temperatur. Ja. Und beim Turbolader ist ja meistens immer das Problem, dass man mit Temperatur immer irgendwann am Ende ist, ne?
Da bist du auf jeden Fall. Ja, irgendwann ist jedes Material am Ende. Wobei beziehungsweise das, in der Kombination mit den Kosten. Ja? Wobei also, das schon, glaube ich, die Toro-Lader sind, die so mit am meisten Temperatur abkönnen, die ich so kenne. Ne? Ja, also das ist natürlich schon auch, das sind Inconel-Turbinen. Ja? Es gäbe theoretisch noch ein Material für einen Rennsport, was noch höhere Temperaturen abkann als ein Inconel. Aber ist jetzt da nicht zielführend, weil ja, die Kosten da so aus dem Ruder laufen bei sowas, dass du das nicht vertreten kannst. Wie viel Grad kann man damit fahren? Also damit kann man auf jeden Fall 1000 Grad Abgastemperatur fahren. Jetzt muss man dazu sagen, die fährt man erstens nicht permanent. Hier, das ist für alle außer für dich. Alle zuhören, nur für dich. Ja, das Erste ist, das wird nicht permanent gefahren. Und wenn die Abgastemperatur 1000 Grad hat, dann heißt es nicht, dass die Temperatur der Turbine auch 1000 Grad hat. Ja, weil die Turbine baut Temperatur ab, über den Schaft, über die Kolbenringe, rein ins Lagergehäuse oder Wassermantel sitzt. Also das Kühlsystem holt da auch Temperatur weg. Ganz krass. Also das kriegst du eigentlich nicht hin, dass du eine Turbine hast, die 1000 Grad hat. Und wenn es halt doch der Fall ist, dann musst du das halt eigentlich verhindern, indem du das anfettest von der Abstimmung her. Wenn es zu mager läuft, dann ist es vorbei. Aber 1000 Grad ist ja für so einen Toro-Lader schon viel. Extrem. Ja. Wenn man sich so überlegt, was so andere Hersteller so an Toro-Ladern so freigeben. So, letzter Punkt. Das ist nämlich jetzt das Entscheidende. Mittelgruppe. Wir sagten ja, wir wollen eine Lösung haben, die Plug-and-Play passt. Das heißt, diese ganzen Anschlüsse, die ihr seht, für Wasser, Öl, passen halt wie original. Weil eigentlich ja auch diese Mittelgruppe zwischen K03 und K04 gleich ist. Die ist zwischen K03 und K04 gleich und die ist auch hier in der Familie bis zu dieser Ausbaustufe identisch, was das Äußere angeht. Innen nicht, weil da ist eine andere Lagerung drin. Das geht mit der Serienlagerung nicht. Riesenthema. Ich weiß noch, ich habe damals zu den Zeiten, wo es euch noch nicht gab, glaube ich, in einer Saison 3 Sätze Lader durchgezogen. Weil wenn man mit dieser K04-Lagerung da drin dann doch irgendwo in Richtung 2 Bar fährt, geht das halt lagerungstechnisch relativ schnell, bis da halt einfach Feierabend ist. Ne? Ja, weil die Drücke zu stark pulsieren auf der einen Seite. Ja? Wenn du im Schaltvorgang und so einen hohen Druck hast, du baust ihn sofort ab, baust ihn wieder auf. Da brauchst du halt einfach was mehr Widerstand hat. Und Dauerdruck ist halt auch so ein Thema. Ja? Wenn du dauerhaft lang ziehst und hast dann 2 Bar da anstehen, dann fährt das irgendwann auf Kontakt und dann gibt es Reibung und dann ist es Feierabend. Ne? So, okay, das passt also Plug and Play. Sieht cool aus. Man sieht auch so, dass da halt wirklich nicht mehr viel Fleisch an allen Seiten ist. Das ist so gemacht, dass das noch geht von den Gehäusen. Also es ist ja auch eine Sicherheitsgeschichte. Ja, hatten wir schon mal besprochen. Darf ja nicht passieren, dass sowas im schlimmsten Fall irgendwas abreißt oder es geht vom Motor was raus, geht durch die Turbine. Ja. Turbine platzt. Die kann nichts dafür, aber wenn die halt einen Einschlag kriegt von einem Ventil oder so und dann kommt so eine Turbine, die 100.000 Umdrehungen dreht, kommt aus dem Gehäuse raus. Und dann ist Feierabend. Ne? Meinst du echt, wenn das Gehäuse zu dünn wird und die abreißt, knallt die da echt durch? Es gibt Fälle. Also ich habe schon Turbolader gekriegt, jetzt nicht von uns, ja, aber auch Serienturbolader teilweise. Da ist die Turbine halt so randaliert da drin, dass das Ding aussieht wie so eine aufgeplatzte Wurst. Ja, also, man kann sich einfach immer nicht vorstellen, was da halt dann nochmal so los ist unter Verlass. Ne? Der durchschlägt 4 mm dicken Stahl, durchschlägt die Turbine einfach. Ja. Und zwar so, das geht in nichts, in Windeseile, wegen den hohen Drehzahlen. Wie viel Umdrehung macht so ein, man muss ja immer dazu sagen, je größer das Laufzeug wird, je weiter geht die Drehzahl runter. Ja, prinzipiell ja, ist so. Erstmal ist es so, je größer das Laufzeug ist, desto mehr Volumen kannst du da durchschicken. Aber im Endeffekt muss man halt, das ist jetzt ein Ausflug in die Technik, ein Verdichtdiagramm sich anschauen und sagen, was habe ich da für ein Volumen, was da geht, was für ein Druckverhältnis kann ich da machen. Und daraus ergibt sich dann eine Drehzahl von dem Laufzeug, von dem Verdicht und von der Turbine. Das Ding wird ungefähr noch drehen, also so bei dir würde ich mal sagen, so 160.000. 160.000? Boah, also weil du bist ja nicht so, dass du jetzt hier Marius ist zum Glück nicht so. Aber nee. Aber doch noch das, so viel. Okay, das krass. Schon. Und sonst würde ich sagen, vielleicht 120.000, 130.000. Da müssen wir jetzt reinschauen, was der Verdichter mit der Gehäusekombination für eine Drehzahl macht bei so 2,2, 2,3 Bar. Ja, krass. So sieht das Ganze nämlich gleich schon wieder ein bisschen männlicher aus.
Weil das ist halt schon, was ist das für ein Einlass jetzt vom Durchmesser? Verdichter 50. 50, ja. Das ist schon, das ist auf jeden Fall schon sportlicher. Der Einlass ist das eine, ja. Der Auslass ist halt eigentlich das, was auch diesen Druck macht. Ja. Ja. Und ja, krass. Also das ist schon für das Gehäuse ist das maximal. Das, da, und größer machen wir auch nichts. Also ja. Da geht es dann in die Richtung, wo du schon immer dann sagst, okay, dann machst du einen Porsche Turbos rein. Das habt ihr vor einem Jahr bei den 87ern auch schon gesagt. Ja. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass das für Marios Auto wirklich das Beste ist, was er machen kann. So? Ja. Zumindest für den, der wirklich so in Richtung 700, 800 PS vielleicht dann doch zufälligerweise will, wie Björn das schon vorher gesagt hat. Ja. Weil, wie ist das ansprechverhaltenmäßig? Das ist natürlich schlechter wie mit dem Seriending. Ja? Mhm. Aber es ist trotzdem noch deutlich besser wie bei einem Extremding. Wie bei mir. Ja. Das heißt, man muss halt dann die Leistung durch. Ne? Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, bei einem 2,7er Motor wird sowas wahrscheinlich so bei 4,2 oder so voll da sein. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ja. Aber wenn man immerhin bis 7,4 oder so drehen kann, sind das volle 3000 Drehungen. Ist okay. Ja. Ich denke auch, also wenn man die Leistung haben will und trotzdem auch mit einem 2,7 Liter ist jetzt nicht der mega Hubraum. Mhm. Ja. Und Ladedruckmäßig, was fährt man da so? Ich denke, dass man da 2,3 fährt und dann, ja, dann hängt es auch an den restlichen Komponenten. Mhm. Ja. Da muss man sich angucken, weil wenn da nichts mehr kommt und es einfach zu heiß wird dann alles, dann macht es nicht Sinn, da mehr zu machen. Ja, so viel zum Thema Upgrade-Turbolader. Ich denke, damit haben wir das Thema Upgrade-Turbolader auf jeden Fall schon mal bedient. Ja. Ihr werdet ja auf... Ja, hier, stopp, einen letzten Punkt noch. Ich hatte sie ja schon in der Hand, diese schönen roten Dosen. Du sagtest ja schon Wastegate. Heißt, wenn man den Ladedruck regeln will, geht im Abgasgehäuse eine Klappe auf und die Luft kann an der eigentlichen Turbine vorbei. Genau, das ist ein Bypass. So, nun hatten wir ja drüber geredet, dass in diesem Krümmer vielleicht 3,3er Bar herrschen. Ja. Und dann? Dann würde, wenn wir hypothetischerweise an der Dose nichts ändern, wäre der Druck so hoch, dass der quasi der Staudruck vor der Turbine nicht so schnell abgebaut wird ja, und dass dann die Klappe von alleine aufgeht. Mhm. Ja. Das heißt, ohne dass man es will, ohne Antaktung. Genau, und du kannst es nicht verhindern. Geht Klappe auf und bei 1,5 Bar ist Feierabend. Ist Feierabend. Ja. Ja. Wobei es bei ja wahrscheinlich so ist, je besser und krasser die Turbine wird, ja, klar. Je weniger ist das eigentlich notwendig, weil der Druck im Krümmer wieder absolut runtergeht. Ne? Absolut. Mhm. Ja. Also da, wenn du jetzt, hat jetzt einen gewissen Öffnungsdruck und da, wenn du jetzt sagen wir mal, schlechtere Turbinen einbaust, die nicht dieses Schluckvermögen haben, das wegzuholen, das Abgas, dann musst du härtere Feder reinmachen. Mhm. Ja? Ja, klar, weil irgendwo muss der Abgasstrom hin. Ja, so, das war jetzt das letzte Bauteil. Wir müssen die jetzt noch zusammenbauen. Genau. Sind sie schon gewuchtet? Gewuchtet sind sie. Und dann haben wir uns überlegt, da ihr in den letzten Videos schon so ein bisschen kommentiert habt, dass Turboladertechnik geil ist, weil irgendwie ist es ja auch so das männlichste Teil am Auto, wollen wir in den einzelnen Videos nicht zu sehr jetzt immer auf die einzelnen Teile gehen, sondern wir machen das so ein bisschen wie mit Björn, dass wir, ich will nicht sagen so eine A bis Z machen, aber schon einfach mal den Turbolader von Grund auf erklären und jeder, der von euch Bock drauf hat, kann sich das einfach reinziehen. Ja. Dann können wir nämlich viel, 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 viel genauer auf die einzelnen Teile alle eingehen. Können wirklich Thema Verdichterräder, Abgasturbinen, Wastegate, Turbolader, Rumpfgruppe und so weiter. Alles nochmal haarklein genau euch mit der Zeit nach und nach. Bitte erwartet jetzt nicht 5 Videos in den nächsten 2 Wochen. Das wird nicht passieren. Sondern wir werden das ganz langsam nach und nach abfrühstücken. Und dann haben wir die Hoffnung, dass ihr alle am Ende, ich will jetzt nicht sagen Turbolader-Experten seid, aber zumindest das Funktionsprinzip eines Turboladers verstanden. Ja, genau. Das wäre eigentlich das Thema. Kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Ne? Weil es ist ein wahnsinnig interessantes Bauteil. Das ist auch der Grund, warum wir uns entschlossen haben, da überhaupt so nah hinzugucken. Mhm. Und jetzt sage ich mal, ich mache das seit 10 Jahren und immer noch gibt es Sachen, wo ich sage, jetzt ist klar. Mhm. Ja? Deshalb. Ja? Entweder in Zurückschau oder nach vorne. Und da lohnt sich schon, die einzelnen Teile mal genauer anzuschauen. Ja. Allein so ein Verdichter und so, was der kann oder auch nicht kann und was man denkt, dass er kann,
ist unglaublich. Ja. Und da freuen wir uns schon mit dir zusammen, einfach uns da reinzubohren und das anzugucken. Ich habe mir auch schon jede Menge Fragen überlegt. Endgeil. Alles, was ihr wissen wollt, ballert direkt einfach in die Kommentare rein. Ich werde das so nach und nach immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dann jedes Mal, wenn wir so eine Baugruppe durchgehen, gehen wir das Ganze durch. Ne? Ja, geil. Ja, Zusammenbau und dann kann es nämlich auch mit Marius Motor, der übrigens lieb gerne mitgekommen wäre, ja, geht aber leider nicht, weil er muss seinen Golf noch für Essen Motorshow-Feld machen. Deswegen wird der auf jeden Fall spätestens auf der Essen Motorshow nochmal vor Ort sein. Ja, gut. Ja, und dann freue ich mich drauf, wie das Ganze fährt. Weil vom Fahrspaß her, glaube ich auch, wird das ein richtig cooler Step. Glaube ich auch. So, ja, ne? Weil das einfach, ich würde mal sagen, wir reden hier ja trotzdem so von 900 Newtonmeter. So, ne? Ja. Wird so ein Ding schon können als Zweisilinder. Ja. Und das knackt dann halt als Allrad schon richtig, richtig cool an. Ja, dann danke fürs Zuschauen und ihr seht uns wieder in der nächsten Folge, wo es um die Turbolader geht.